Hallo, heute möchte ich ganz gemütlich bei einer Tasse Tee mit dir darüber sprechen, ob es denn wirklich so ist, dass man mit 40 zu alt ist, um sich beruflich zu verändern oder sich beruflich neu zu orientieren. Also ich war eine ganze Zeit lang davon überzeugt, dass es sogar schon mit über 30 zu alt ist. Das erste Mal, wo ich ernsthaft darüber nachdachte, war ich 33 und dann dachte ich, ah, es ist schon zu spät. Und ja, wie ist es denn, wenn man über 30 ist und ja, mittlerweile schon 40, wenn man sich beruflich neu orientieren will? Ist das tatsächlich zu spät? Die Geschichte dazu, wie ich denn dazu gekommen bin, ganz klar, ja, für mich festzustellen, dass es völlig unabhängig ist, wie alt du bist. Deine Veränderung ist immer ja, mit bestimmten Faktoren verbunden, die ich dir auch gleich erwähnen werde. Und das spielt dein Alter überhaupt gar keine Rolle. Also da die Geschichte dazu kannst du dann auf dem Blog wieder nachlesen und den Link dazu gibt es dann in der Infobox. Also völlig unabhängig davon, wie alt du bist, ob du 40, 17 oder 20 bist, gibt es erstmal eine Sache: Angst. Immer wenn es um Veränderung geht, natürlich auch bei einer beruflichen Veränderung, spielt da die Angst mit einer Rolle. Und das sind Angst davor, ja, etwas einen Fehler zu machen, ne? Da kannst du dir auch noch mal das Video auch anschauen zu Fehlern. Also was sind eigentlich Fehler und warum? Eigentlich sind sie ja was ganz Tolles, ne? Die helfen dir, sich dicht weiterzuentwickeln. Aber wir haben immer Angst davor, für einen Fehler zu machen. Wir haben Angst davor, dass wir keinen Job mehr finden, wenn wir jetzt kündigen. Gerade wenn man 40 ist oder älter ist, ist die Angst größer natürlich, als wenn man 20 ist. Aber auch 20-Jährige und 17-Jährige haben die gleiche Angst, wenn es darum geht, die erste Ausbildung abzubrechen. Das weiß ich auch ganz gut, weil ich als Lehrerin in der Berufsschule arbeite und da habe ich immer mit Jugendlichen zu tun, die auch die gleichen Ängste haben, wie ich oder wie ich es auch von meinen Coachings kenne, von Menschen, die eben über 35 sind, die sich beruflich verändern wollen. Also da spielt immer eine Angst mit einer Rolle und das ist völlig unabhängig, wie alt du bist. Veränderung bedeutet immer etwas Neues starten, ohne zu wissen, was das Neue ist und das macht uns erstmal Angst, weil es ist unsicher. Und das ist auch nichts Schlimmes. Das ist nur der Umgang mit der Angst. Das ist das, was eigentlich gelernt werden sollte. Also, dass du lernst, mit deiner Angst umzugehen, sie anzunehmen und zu schauen, wie kannst du denn das Ganze für dich nutzen. Und das, was danach dazukommt, ist immer das Gefühl, kein Geld zu haben. Und das spielt auch wiederum keine Rolle, wie alt du bist. Immer wenn es um eine Veränderung geht, heißt es immer, ich habe da kein Geld und was ich, wenn ich auch nie wieder Geld verdiene. Und was ist dann, wenn ich dann meine Fixkosten gar nicht zahlen kann? Und das ist dann auch völlig wirklich altersunabhängig. Das hat damit gar nichts zu tun, dass du jetzt 40 bist und das überlegst. Und da ist auch immer die Frage, was brauchst du wirklich, um leben zu können, um am Leben zu sein? Und es sind so viele Sachen, die wir gar nicht brauchen und die wir nur glauben zu brauchen. Und die kosten dann eben auch dementsprechend auch kein Geld. Also alles, was uns Spaß macht, kostet nichts. Also ein Spaziergang kostet nicht zum Beispiel. Und da auch nochmal zu überlegen, wie kannst du deine Fixkosten denn reduzieren? Was brauchst du denn wirklich? Und dich auch davon zu lösen, zu glauben, nur weil du etwas älter bist, wenn du jetzt 40 oder älter bist, gerade nur deswegen hast du diese Angst davor, kein Geld zu haben oder nie wieder Geld zu verdienen oder nicht ausreichend Geld zu verdienen. Das ist nicht der Fall. Das ist altersunabhängig. Und dann auch immer die gut gemeinten Ratschläge. Es ist auch völlig egal, wie alt du bist. Du bekommst immer die gut gemeinten Ratschläge von Freunden, Verwandten und Eltern und von allen Menschen, die dich lieben. Und es ist immer so, dass im Grunde deren eigene Angst auf dich übertragen wird. Und das ist, ja, wie schon gesagt, wirklich völlig altersunabhängig. Du bekommst sie mit 40, du bekommst sie mit 35 und auch mit 17. Und da ist auch wieder zu lernen, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit diesen gut gemeinten Ratschlägen um, damit sie dich nicht stoppen, damit es nicht dazu führt, dass du glaubst, ja, du bist jetzt 40 und das ist zu spät, denn das hat damit überhaupt nichts zu tun. Veränderung kennt kein Alter. Angst kennt kein Alter und der Gedanke, dass du zu wenig Geld hast, kennt kein Alter. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, kannst du dann meinen Blogartikel lesen. Ja, den Link dazu gibt es in der Infobox. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Nachmittag und mach alles, was du willst, völlig egal, wie alt du bist. Bis dahin, tschüss.